Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Wir sind wieder auf der französischen Map. Ich bin wie immer der Schotti von der Test Area und das Walzen ist fertig. Das Gras ist im Wachstum. Ich werde den Traktor jetzt mal hier runterholen mit der Walze. Vom Feld. Und naja, ist ja jetzt kein Feld mehr. Ist ja jetzt eine Wiese. Ich würde sagen, ich lasse die Walze einfach mal hier stehen. So, dann möchte ich ja eigentlich hier wieder Gerste ansehen. Wir haben Juli, aber Gerste kann ich erst ansehen im September. Sehr gut, das heißt, ich muss vorspulen. Was sagen die Ballen? 12%. Jawohl. Okay. Ich werde jetzt wagen, einen Monat vorzuspulen. Erstmal. Erstmal. So. Wollen wir mal gucken. Ob keiner guckt. Beim Gucken. 5. So. Da gibt es wieder ein paar Züge an Kosten. Honig. Ist wieder eine Palette fertig. Nett. Und jetzt gucken wir mal. 95, 96%. Okay. Die Wiese wächst schon. Natürlich da. Es gibt kein Unkraut. Muss nicht gewalzt werden. Nix ist in Ordnung so, wie es ist. Die Wiese, ne? Ich kann aber jetzt noch nicht ansehen. Wir sind ja erst im August. Aber die Ballen haben auch auf dem Anhänger den Gärprozess fortgesetzt. 96%. Das ist Geld, was hier nicht. Ne? Das haben wir 101.000 und ein paar kaputte. Brauche ich? Ich sollte die Traktoren tauschen. Jetzt werde ich erstmal hier nochmal in einen Monat spulen. So. Pim. Und auf jeden Fall, ich werde die Traktoren tauschen. Das ist eine gute Idee. Komm schon. Mach schon. Es regnet. Ach, ich fasse es nicht. Echt jetzt. Ich probiere trotzdem, ob man im Regen ansehen kann. Ich werde jetzt eben die Traktoren tauschen. Obwohl den Regen... Ich kann ja mal versuchen, Zeit schneller laufen lassen. 360. Oh ja. Rumpel, Bumpel. In der Zwischenzeit tausche ich schon mal die Traktoren um. Ach, der Regen ist weg. Stopp, 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 stopp. So, normale Zeitskalierung. Puh, ich mag Regen ja nicht, ne? Also, Regen, Ingame-Regen mag ich nicht. Ich mag auch Nachtschicht nicht hingehen. So. Das ist das. Jetzt gehen wir ran an die Sämaschine. Wenn es mir denn gelingt. Ich will Gerste ansehen. Genau. Das ist Feld 38, habe ich mich zu entschieden. Habe ich auf der 38 einen Kurs? Nur den Breda mit 18 Meter. Okay. Also werde ich hier jetzt den Kurs erstellen und dann beginnen wir mit dem Ansehen. Job erstellen. Feldarbeit. Und schwupp, schwupp. Kursgenerator öffnen. 6 Meter hoch runter, scharf, nein, weich. Drei Vorgewände, Uhrzeigersinn, eine Reihe überspringen, auf Bahnen. Generiere Feldkurs. So, das ist wunderbar. Speichern. Feld 38, dieselbe Maschine, 6 Meter. Bam. Gut.
Wo? Da. Da ist der Startpunkt. Leute, 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 diese Folge gibt's Kohle. Es wird in der Kasse klingeln. Erster Wegpunkt. Helfer. Anstellen. Und läuft. Zweifellos. Ach, jetzt mache ich den Motor wieder aus. Komm, gib Gas. Und bevor er angesehen hat, dann fährt man da nicht mehr rüber. Ich will jetzt. Hier ist ein Kurs drin. Den schmeißen wir raus. Danke. Wir müssen jetzt eben die Wiese angucken. Unsere neue. Boah, Leute, das gibt Ballen, sag ich euch. Das gibt Ballen. Erntereif, jetzt schon. Also wir könnten jetzt schon wieder Geld verdienen, ne? Aber ja gut. Eins nach dem anderen. Es ist, wie es ist. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die Ballen. Da, das ist Silage. Alles, alles durchgegärt. Prima. Das heißt, wir bringen jetzt auch die Ballen weg, ne? Wollen ja Geld verdienen. Das ist ja der Plan. Der Ballensammelwagen. Doch, ich behalte den. Das hat Gründe. So, jetzt gucken wir erstmal, wo wir den besten Preis für Silage kriegen. Da, Silage. 500, 400, 500. Viehmarkt, Aubeleron. Viehmarkt. Kakao. Viehmarkt Aubeleron, haben wir. Und dann fahren wir da mal hin. Und, Ombre, Amigo. Und das ist ja hier Ladung 1. Dann haben wir noch eine ganze Ladung da liegen. Ja, wir machen das. So. Ich will mal, also ich weiß nicht, wie, wo, was die abgreifbar sind. Vom Ladewagen. Nein. Sind sie nicht. Man muss also zetten quasi. Also nicht mit einem Zetter. Z drückt zum Abladen. So. Ja, und da werden sie auch angenommen. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Das hat sich doch, also das mit den Ballen, das ist doch mal, also ich muss zum Hof, wir müssen den Rest aufladen. So, also das Aufladen hier wird jetzt tricky. Aber gut, wir gucken mal kurz. Das läuft gut. Sollen wir laufen lassen. So, jetzt muss ich die alle hier wieder aufpicken, die ich ja so mühevoll abgeladen habe. Ja, ich mach mal. So, alle drauf. Ab zum Viehmarkt, würde ich sagen. Das gibt noch mal einen Euro oder zwei. Da sind wir auch schon wieder. Dann runter damit. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Das sind ja jetzt, wie gesagt, nur die paar Ballen von dem kleinen Feld. Ne? Okay. Wir können ja mal jetzt hier bei den Dollars reingucken. Hier. Verkauf Ballen. 80.000, also 79.684, fast 80.000 Euro. Nur von dem kleinen Grasfeld. Von dem kleinen. Nicht?
Also, was sagt uns das? Das lohnt sich mit dem Ballen. Auf jeden Fall. Und ich hatte mir Gedanken gemacht. Wegen dem Predat, ne? Wegen dem Umtauschen. Naja. So. Jetzt machen wir. Die Seemaschine ist ja noch zugange. Ja. Die Seemaschine ist noch zugange. Ich würde sagen, ich nehme jetzt den Autolord-Anhänger hier. Den süßen kleinen. Ich mag den. Den niedlichen. Aber irgendwie. Mal wieder einen größeren, keine Ahnung, sammeln den Honig jetzt erstmal weiter, den lasse ich noch liegen. Wir fahren mal zur Bäckerei. Ich bin ja jetzt nur auf Vermutung hier hingefahren, ne? Ah doch, komm, das ist, das lässt sich hier sehen. Immerhin. Oh, einer fehlt noch. Ganz easy, easy peasy. So, Gurte drauf. Guck mal im 1-Menü. Paletten abladen mit nie. Könnte man. Abladeseite links. Rechts, links, rechts. Also könnte man, wenn man das so will. Okay. Dann habe ich das, da habe ich jetzt mal, also, ne, da war ich mir jetzt nicht sicher, ob das mit dem auch ging. Shop, ja natürlich. Shopple. Passe, ne? Fahren wir jetzt hin. Noch ein bisschen Brot. Ey. What are you doing? Keule. Ah, bist doch nicht Humpty Dumpty, viel von der Mauer oder so. Ja, die Kurve hier, ich weiß. Aber du bist ja auch falsch. Ich weiß. Du bist hier aber auch falsch. Also die Mauer würde ich ja dann einreißen. Na, egal, bis gleich am Shop. Da sind wir. Ja gut, dann vordersten Trigger wird wie immer kein Brot angenommen. Aber... Hier. Zack. 31.000 nochmal oben drauf. Wie finde ich denn das? Also ich finde das prima. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Und trotzdem, es ist immer noch so, wir haben einen Traktor zu wenig. Uns fehlt ein dritter Traktor. Obwohl für diesen Anhänger hier... Und diese Autolord-Geschichte, PKW, vielleicht, also, nee, ein Traktor ist vielseitiger einsetzbar, ein PKW wäre jetzt nur Geld verschwendet. Ja, also, was soll ich sagen, es sieht gerade alles ziemlich gut aus, bin ich der Meinung. 210.000 haben wir jetzt auf dem Konto. Ich denke, der Knoten ist geplatzt. Jetzt kommt noch Folgendes. Zeige ich euch, wie es weitergeht. Stell den mal hier hin. Motor aus. Wir sind hier am Ansehen noch. Und es muss gestriegelt werden wegen Unkraut und danach muss noch gewalzt werden. Das ist noch einiges. Also das sind noch zwei Arbeitsschritte für unser Feld. Wir könnten jetzt schon wieder Gras mähen. Auf der neuen Wiese, auf der kleinen alten Wiese. Das möchte ich im Augenblick aber noch nicht machen. Ich will dieses Feld fertig bekommen. Dann möchte ich vorspulen. Das Gras ist dann auch viel höher gewachsen.
und dann ist der Ertrag natürlich auch viel höher. Und ich kann alles zusammen abwickeln. Und das Tolle ist, in der Zwischenzeit haben wir Missionen zur Verfügung. Ich könnte mit unserem Equipment Ballen pressen. Zweimal. Wir könnten noch eine Ernte laufen lassen, das Geld gibt. Wir könnten nebenbei auch noch Gruber-Missionen abarbeiten. Feld 33 Flügen steht da auch wieder zur Debatte, aber naja. Naja. Auf jeden Fall, das sind die Sachen, die wir machen können. Noch während wir hier striegeln und walzen. Ja, also als Nebenbeschäftigung. Ich will ja nur auch in den neuen Erntezyklus rein. Ne? Gut, so viel dazu. Wir sind fertig mit Ansehen. Ich kann den Kurs rausschmeißen. Und dann haben wir das für heute schon wieder. Während wir striegeln und walzen, machen wir noch eine Mission. Ich würde sagen, die Erntemission. Die spricht am meisten. Und vielleicht können wir während der Erntemission eine Gruber-Mission noch laufen lassen. Wenn wir jetzt einen eigenen Gruber hätten. Ja. Vielleicht sollten wir einen eigenen Gruber kaufen, aber was lohnt sich da, ne? Das ist hier wieder die große Frage. Okay. Wir schauen beim nächsten Mal. Ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, fürs Dabeisein. Ich freue mich schon auf eure Kommentare und Meinungen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Feld 38. Genau. Das hilft dem Kanal, das hilft mir und damit am Ende auch euch weiter. Ich war, bin und bleib der Shorty von der Test Area und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen. Und was in der heutigen Zeit natürlich das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.